Hallo liebe SC Paderborn 07 Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Matteo fragt nach. Heute zu Gast Sebastian Schonlau. Hi. Hi Matteo, ich freue mich hier zu sein. Ich habe dich schon fast gar nicht wiedererkannt. Was hast du eigentlich mit deinen Haaren gemacht? Ja, das war zu Ende der Quarantänezeit. Da hatte ich das satt oben auf dem Kopf. Und dann hatten wir zu Hause eine Idee. Meine Freundin hat das Ganze mal abrasiert. Und ja, das ist daraus geworden. Damit haben wir eigentlich schon direkt die nächste Frage beantwortet. Und die war, hast du eigentlich eine Freundin? Die habe ich, ja, ganz genau. Okay, gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Die geht an dich als Verteidiger. Welcher Spieler war für dich am schwersten zu verteidigen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Robert Lewandowski wäre jetzt die logischste Antwort. Das ist natürlich ein super Stürmer. Wen ich richtig gut fand, war der Piontek von Hertha. Der hat einem das Leben richtig schwer gemacht und ja, da hatte ich schon ein bisschen mit zu knabbern. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie bereitest du dich immer für ein Spiel vor? Hast du irgendein Ritual vorm Spiel? Habe ich tatsächlich. Ich bin da schon so ein Mensch, das muss immer ähnlich ablaufen bei mir, damit ich mich gut fühle. Und gerade vor Heimspielen spiele ich eigentlich zu Hause mit meiner Freundin noch ein bisschen, Mensch, ärgere dich nicht, manchmal Kniffel. Komischerweise gewinnt sie immer. Ich kann machen, was ich will, aber es klappt bei mir einfach nicht. Und dann habe ich noch so zwei, drei Abläufe. Ich gucke immer Videos von ein, zwei Spielern, gucke, wie die sich auf dem Platz verhalten. Und das hilft mir einfach, dann mich vorzubereiten. Wenn wir schon bei den Spielen sind, ihr hattet ja schon schwierige Spiele gehabt und auch Spiele, wo man nicht unbedingt auf euch gesetzt hat. Deshalb wurde sich gefragt, wie konntet ihr euch immer wieder so motivieren, auch wenn ihr eigentlich überall der Außenseiter gewesen seid? Na, ich glaube, das ist gar nicht schwer, sich zu motivieren. Vielleicht erlebst du es ja eines Tages auch, wenn du Bundesliga spielst. Das ist in meinen Augen das Größte, was man machen kann. Und ja, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich nur an Bundesliga denke. Deswegen, ich brauche keine extra Motivation oder nur, weil wir Außenseiter sind. Das war ja auch eine Riesenchance für uns oder das ist immer noch eine Riesenchance für uns. Und wir spielen gegen so richtig gute Gegner in der Bundesliga. Das ist so eine coole Erfahrung und ja, ich kann das nur jedem empfehlen. Kann ich verstehen. Vorhin kam mir die Frage an dich als Verteidiger und jetzt kommt die Frage, auf welcher Position spielst du lieber? Innenverteidigung oder zentral ins Mittelfeld oder sogar ganz woanders? Ja, vielleicht könnte man mich mal als Stürmer ausprobieren. Nein, ich glaube, das wäre nicht so gut. Mittlerweile auf jeden Fall Innenverteidigung. Ich habe viele Jahre auf der 6 gespielt, habe mich da auch echt wohl gefühlt und dachte, das wäre meine Position. Zum Glück hat aber der Trainer und auch das Trainerteam damals anders entschieden. Ich glaube, vor 3-4 Jahren war es und dafür bin ich ihnen immer noch recht dankbar. Weil dadurch kam meine Karriere natürlich auch deutlich mehr in Schwung und deswegen, ich bin Innenverteidiger durch und durch. Ich fühle mich wohl auf der Position. Ich glaube, das ist das Beste, was ich spielen kann. Und ja, gegen Dortmund haben wir es auf der 6 probiert und wie das ausgegangen ist, weiß ja auch jeder. Bleiben wir doch beim Dortmund-Spiel. Wie verwundert warst du, als du vom Trainer erfahren hast, dass du im defensiven Mittelfeld eingesetzt wirst? Und macht man sich dann mehr Gedanken vor einem Spiel, wenn man nicht auf seiner Stammposition spielt? Ja, in meinem Fall war das auf jeden Fall so. Wie gesagt, Innenverteidiger ist mittlerweile meine Position. Und deswegen, der Trainer hat es mir, glaube ich, unter der Woche irgendwann verraten, dass er das überlegt, dass ich auf der 6 spiele. Und trotzdem, das sind natürlich ganz andere Abläufe, ganz andere Abstände, ganz andere Meter, die man machen muss. Und so muss ich das natürlich auch vorher in meinem Kopf durchgehen. Wie ich vor jedem Spiel meine Innenverteidiger-Sachen durchgehe, ist es natürlich auf einer 6 eine andere Geschichte. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, habe ich versucht, da mein Bestes zu geben und hatte sicherlich mit Vasi auch einen Partner an meiner Seite, der das ja immer spielt und der mich da gut unterstützt hat. Kommen wir zur nächsten Frage. Der Trainer musste im Laufe der Saison oft in der Abwehr rotieren. Wie schwierig ist es für dich, immer wieder jemand anderen neben sich zu haben?
Ach, das geht echt. Ich meine, wir sehen uns täglich im Training. Ich glaube, wir kennen die Stärken und Schwächen von jedem Einzelnen. Genau, und so gewöhnt man sich da relativ schnell dran. Natürlich ist das nicht schlecht, wenn man vielleicht die ganze Saison den gleichen Partner hat, dann kennst du natürlich alle Abläufe in- und auswendig. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir kennen uns mittlerweile so gut und wir verstehen uns alle auch so gut. Da ist das kein Problem, wenn der Trainer mal den einen oder anderen austauscht. Nun kommen wir zu einigen privaten Fragen. Was ist dein Leibgericht und was magst du überhaupt nicht? Mein Leibgericht, da muss ich überlegen. Ich glaube, ich fahre im Moment ziemlich auf Pizza ab. Da habe ich schon häufiger richtig Bock drauf. Und ja, gönne ich mir natürlich auch das ein oder andere Mal. Was ich gar nicht mag, müsste ich überlegen. Fisch ist echt ganz vorne mit dabei. Da habe ich nichts mit zu tun. Da will ich auch nichts mit zu tun haben. Und nur wenn ich das rieche, dann könnte ich schon den Raum verlassen. Okay. Bleiben wir beim Essen. Du wirst immer wieder bei einem bestimmten Bäcker an der Neuhäuser Straße gesichtet. Schmecken dir die Brötchen dort so gut oder gibt es einen anderen Grund für deinen Einkauf dort? Na, es ist nicht weit von mir zu Hause, aber trotzdem, ich denke, uns schmeckt es zwar gut, das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wie man so schön sagt. Wir könnten auch ein, zwei Meter weiterfahren, aber wie gesagt, es ist um die Ecke und ja, deswegen kaufen wir da häufiger ein. Menschen, die am 5. August geboren wurden, gelten als abenteuerlustig und selbstsicher, aber auch weniger fordernd und aufdringlich als die meisten Löwen. Das sagt zumindest der Horoskopkalender. Glaubst du an sowas oder würdest du die Aussage für dich unterschreiben? Vielleicht könnten wir Jamilu fragen, der müsste ja auch am 5. August Geburtstag haben, wenn ich richtig informiert bin. Ich glaube da ja so begrenzt dran. Ist schon immer spannend, sowas zu lesen. Ob das jetzt alles eintrifft, kann ich nicht unbedingt bestätigen. Nein. Danke, Sebastian, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir, Matteo, dass du dir auch Zeit genommen hast. Und damit verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Teilt das Video und liked das Video auf. Wiedersehen.